Das hier ist das teuerste Luxushotel der Schweiz. Spa, Golfplatz, ein Privatkino, Tennisplätze, sogar Charlie Chaplin oder Sean Connery waren schon dort. Bis zu 46.000 Franken kostet das teuerste Zimmer, doch der Einzige, der noch nicht da war, bin ich. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fatal. Es ist jetzt soweit, ich werde mir eine Nacht im teuersten Hotel der ganzen Schweiz buchen. Zwei Erwachsene, 1330 Franken für eine Nacht. Digga, what the fuck, diese Bilder hier. Holy shit, wenn wir das hier bekommen im Zimmer. Ja, das Zimmer ist frei. Ich denke, ich werde jetzt 1332 Franken ausgeben. Ich gehe natürlich nicht allein in dieses Hotel, sondern zusammen mit Maelo, Digga. Ist geil, oder? Das Hotel ist natürlich in Luzern, beziehungsweise in der Nähe von Luzern. Aber mit dem Auto zum Hotel fahren wäre ja sehr, sehr langweilig. Deshalb fährt hier extra nur für dieses Hotel ein solarstrombetriebener Katamaran. Wir fahren von hier mit dem Boot über den See zum Birkenstock Resort auf diesem Hügel. Von dort hinten sind wir gekommen und jetzt gehen wir dort hoch, denn dort ist das Birkenstock Resort. Die Fahrt mit unserem Schiff hier hinten war schon mal eine absolute 10 von 10 und jetzt gehen wir natürlich, wie soll es anders sein, mit einer Standseilbahn direkt ins Hotel rein. Also die geht wirklich unten ins Hotel rein und diese Fahrt kostet, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, 43 Franken für eine Fahrt nach oben. Herzlich willkommen im Birkenstock Resort. Hotelgäste. So. Reception, nur Hotelgäste. Hallo. Wir haben reserviert. Haben Sie schon Jahresreise gehabt? Ja, ja, ist gut, Jahresreise. Ja. Da jetzt aus dem Krupp-Sandwich, bis Rindsfilet, bis zum Bastard, alles. Perfekt. Danke für Danke. Danke für die Lage. Bis später. Ich wurde noch nie so in einem Hotel empfangen, Digga. Nee, noch nie, ich wurde so wie ein König behandelt. Ja. Digga, schau mal, guck mal, die Badewanne, Digga. Nee. Das ist der View von der Badewanne. Hier drin mit deiner Mutter chillen. Es hat natürlich nicht nur eine Badewanne, sondern auch eine Dusche. So ist es ja nicht. Alles Wälze. Man muss für das Schmine beide gleichzeitig drücken. Oh! Auf romantisch angelehnt, aber ich sage. Du bist hier so im Bad, dann machst du einfach diesen hier. Das ist es. Es ist unfassbar. Dude. Es ist wirklich unfassbar, wie hässlich du bist. Stell dir vor, du wachst neben Maelo auf. Hallo, du Süße. Dann gehst du hier rüber auf diese Bank und genießt diese Aussicht. Hier ein Apfel essen, das ist es einfach. Der Apfel schmeckt auch so viel besser, ich sag's dir, wie es ist. Hier hat's Datteln mit Besteck, Alkohol für Tornados. Es hat Belvedere-Wodka, Digga. Im Badezimmer sind die Badeaccessoires von Bulgari. Oh, Digga. Schweizer Schokolade. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit diesem Preissegment, aber ich würde sagen, für 1300 Euro ist das Zimmer auf jeden Fall angemessen. Die Größe weiß ich nicht. Ja. In einem anderen Land für 1300 würde man wahrscheinlich eine dreimal Suite, eine die Suite Größe bekommen, eine große Suite mit mehreren ja, Zimmern. Ja, könnte sein, aber ich weiß es nicht. Ja. Ich kenne mich auch nicht aus. Ja. Weil hier geht's gesittet zur Sache. Die Deutschen können vielleicht gut Bier trinken, aber die Schweizer fahren Gucci. Es gibt Tennisplätze, es gibt einen Golfplatz, es gibt drei Villensuites. Es sind eigene Häuser, die gebaut wurden und das Ganze auf einem Hügel. Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Und die Arabi Money Rich wissen, wer der Babo ist. Ey Digga, die haben hier einfach eine Statue von dir aufgestellt. Wissen, wer der Babo ist. Guckt euch das mal an. Rüber. What the fuck, Digga. Das hier ist, Kunst? Was ist das hier? Ist es ein Tennisplatz oder ein Pool? Ah doch, selbst ein Tennisplatz, es hat ja diese Wände. Es ist einfach straight up eine Tennishalle. Und es ist nur ein Platz. Es ist wirklich nur ein Platz. Es sieht so abgespaced aus. Wir sind irgendwo in den Schweizer Bergen und es ist so ein riesen Resort. Es ist irgendwie schon ganz ein bisschen sass. Es fühlt sich so an, als hätten die hier so ein ganz kleines Dorf hingebaut. Es hat so alles, was man braucht. Einfach viel zu teuer. Aber es sieht wunderschön aus, das muss man dem Ganzen lassen. Boah, Meister. What the fuck? Die Aussicht hier ist einfach nur absolut hässlich. Das ist die Aussicht auf den Vierwaldstättersee und dort oben im fünften Stock ist unser Zimmer. Und dort unten ist das Boot. Freunde, ich sage euch ehrlich, das ist etwas vom krassesten, das ich jemals gesehen habe, dieses Hotel. Es ist wirklich Luxus von Anfang bis Ende. Man ist immer betreut, es hat immer Leute, die da sind. Es ist extrem sauber, also wirklich. Und ich bin mit Maelo da und nicht mit einem Girl. Perfekt. Ich bin doch auch eine Hübsche. Wissen, wer der Babo ist. Wenn man mal im teuersten Hotel der Schweiz ist, dann muss man auch Sachen machen, die noch niemand im teuersten Hotel der Schweiz gemacht hat. Deshalb habe ich Cheeseburger dabei. Nee!
Das ist wirklich sehr, sehr hässlich. To cut Kopf ab, Mortal Kombat. Ich glaube, wir gehen jetzt baden. Das sieht so insane aus. Alpin Pusspa. Dieses Bad ist etwas vom Craziesten, das ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Würdest du lieber mit einer Dame hier sein? Ich würde schon eher mit deiner Mutter hier sein. So. Warum hast du sie nicht eingeladen? Deine Mutter? Ja. Denkst du, dass hier drin schon mal jemand einen Tornado entzündet hat? Ja, schwierig. Könnte sein, ja. Denkst du, dass hier drin schon mal jemand in einem Peso-Pool einen Tornado entzündet hat? Auf gar keinen Fall. Das ist es. Das hat perfekt funktioniert. Digga, ich bin auch nass mit Bier. Tornado im teuersten Hotel der Schweiz entzündet. Check. Joa, leider war in unserer 1.300-Euro-Übernachtung kein Abendessen inbegriffen. Deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht nach dem billigsten Abendessen im ganzen Hotel. Dresscode smart, casual, sportlich, elegant. Ja, so sehe ich aus, ja. Ich habe noch nie Wagyu gehabt, deshalb nehme ich vielleicht den Wagyu Beef Burger, aber ich bin mir nicht sicher. Eine Currywurst zum Beispiel, die kostet 32 Franken. Wagyu Beef ist 46 Franken. Ich erwarte wirklich etwas sehr, sehr Gutes, sonst bin ich enttäuscht. Ja, schmeckt einfach nach Beef. Es schmeckt einfach nach Beef, Digga. Und dann ist etwas passiert, mit dem wir niemals gerechnet haben. Wir kommen gerade vom Essen zurück und kommen in unser Zimmer und hier steht einfach Champagner und was hier mit dem YouTube-Logo. Wir haben uns nicht vorangemeldet, also wirklich. What the fuck? Herzlich willkommen zu unserer Präsentation über das Bürgenstock. Nein! Wir sind das einzig wahre Luxusresort in der Schweiz. So, jetzt erstmal ein Tornado erzünden, Digga. Ich glaube, diese Flasche kostet einfach 100 Schweizer Franken, Digga. Kellner! Bitteschön. Vielen Dank. Darf sonst noch was sein? Halt der Maul. Oh. Was ist deine Meinung zu diesem Pool hier? Es ist kein Pool. Aha. Wir haben es jetzt 22.57 Uhr, der erste Tag, beziehungsweise auch der letzte Tag hier im Bürgenstock Resort geht zu Ende. Maelo, wie war es für dich? Entspannt. Ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr geil. Ich bin überrascht, wie unangenehm ich das finde, so gut betreut zu werden. Für mich ist es wirklich schon extrem unangenehm, wenn Leute so zuvorkommend sind, so höflich. Ich glaube, für die Leute, die in solche Hotels kommen, für die ist das ganz normal. Aber für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt. Aber trotzdem wirklich ein sehr, sehr hoher Luxus. Ich habe leider nichts, mit dem ich das Hotel vergleichen kann. Möchtest du, dass ich noch was sage? Wenn ja, dann... Ich würde dich jetzt gerne flach machen. Morgen. Digga. Imagine hier einfach ein Kind schlachten, ne? Man sitzt hier und dann hat man diesen View. Holy shit. Das Frühstück ist keine Selbstbedienung. Man muss hier bestellen von der Karte. Aber der Ausblick, ja, kann man machen. Das ist die Küche. Es sind mehr Köche als Gäste tatsächlich. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Ich bin natürlich ein Hustler und habe jetzt noch ein Meeting mit dem Schweizer Radio und Fernsehen und gleichzeitig ist Maelo, Digga, guckt euch das an. Ja, das passt. Tschüss, Hotelzimmer. Oh, das war's vom Bürgenstock. Eine sehr, sehr geile Erfahrung. Aber am Ende des Tages ist es auch nur ein Hotel. Ja, am Ende des Tages ist es halt einfach nur ein Hotel, ne? So wie Wendy. Ladies and Gentlemen. Thank you for your visit. The Birkenstock Resort Team says goodbye and wishes you a pleasant onward journey. Ich hab Risse in meinem Handy. Oh mein Gott. Chapa chapa. Babys, so wie Panzer. Das ist so gefährlich, so wie Taliban.